Wir lesen weiter aus dem Buch Müssen Christen leiden von Kenneth A. Hagin. Wir sind in Kapitel 3, Leiden im Dienst des Herrn. Da habe ich gelesen und das Letzte, was ich dann las, ist: Ich erinnere mich an etwas, was in der Gemeinde geschah, in der ich zuletzt Pastor war. Da habe ich aufgehört. Ich hatte vor, zu einer Bibelkonferenz zu gehen. Ich hatte am Sonntagabend gepredigt und meine Frau und ich wollten am Dienstagmorgen dorthin fahren. Als ich am Montag ins Gemeindebüro hineinging, sagte der Geist des Herrn zu mir: Fast in den nächsten Tagen auf der Konferenz werden sie dich bitten, für die Kranken zu beten. Ich ging in den Gemeindesaal und sagte: Nun Herr, wenn sie das wirklich tun, dann ist das mehr, als sie je zuvor getan haben. Bis jetzt haben sie mich nicht einmal gebeten zu beten. Hunderte von Pastoren werden dort sein. Meine Frau und ich kamen am Dienstag am Tagungsort an, weil das Gebäude schon voll war, setzten wir uns ganz hinten hin. Als es an der Zeit war, dass der Hauptredner beginnen sollte, sagte der Mann, der ihn vorstellte: Ich sah vorhin Bruder Hagin hereinkommen. Der Herr hat mir in den letzten Tagen gesagt, dass ich ihn bitten soll, heute Abend für die Kranken zu beten, also einen Heilungsgottesdienst zu halten. Er fügte hinzu, dass ein anderer Mann der Hauptredner für diesen Abend sein würde und fragte mich, ob ich den Heilungsdienst lieber vor oder nach der Predigt halten wollte. Die Bibel sagt, dass ich meinen Bruder bevorzugen soll, also antwortete ich, dass ich hinterher dienen würde. Das war ein Fehler. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie ich gelitten habe. Der Sprecher war verärgert, denn er dachte, ich könnte seine Predigt ruinieren. Es gefiel ihm gar nicht, dass ich einen Heilungsgottesdienst halten würde. Und das, obwohl er einen Text über Heilung gewählt hatte, die Frau mit dem Blutfluss. Eine Zeit lang ging alles gut. Er sprach über die Wunder, die er in den ersten Tagen der Pfingstbewegung erlebt hatte. Aber dann sagte er: Ich glaube, heute sollen wir solche Dinge gar nicht mehr erwarten. Jede Bewegung ist am besten, wenn sie gerade anfängt. Dann geht es nur noch bergab. Am Anfang seiner Predigt führte er die Zuhörer in den Glauben, aber am Ende hat er sie wieder in die Dunkelheit und Zweifel gebracht. Und an diesem Punkt wurde mir die Versammlung übergeben. Ich wartete schultertief durch Unglauben. Es war, als ob ich meinen Kopf so gerade eben noch über Wasser halten konnte. Die ganze Atmosphäre war mit Unglauben geladen. Niemand erwartete, dass Gott große Dinge tun würde. Alle Prediger, die auf der Plattform saßen, bliesen den heißen Atem des Unglaubens in meinen Nacken. Es war unglaublich schwer. Dank sei Gott, dass diese Zeiten vorbei sind. Ich würde so etwas für ein Vermögen nicht noch einmal durchmachen wollen. Aber es sind gerade diese Begebenheiten, die mir Standfestigkeit und Ausdauer gegeben haben. Es sind solche Erlebnisse, die mich immer mehr vollendet haben. Ich wurde vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Einige der größten Anfechtungen, die ich erlebte, kamen deshalb, weil ich Pastor von bestimmten Gemeinden war. Einige der größten Prüfungen, denen sich ein Diener Gottes gegenüber sieht, begegnet ihm, wenn er die Berufung Gottes auf seinem Leben erfüllt. Der Teufel wird alle möglichen Hindernisse in den Weg legen, wenn du nicht das Durchhaltevermögen und den Charakter besitzt, Verfolgung und Anfechtung zu erleiden, wirst du es nicht schaffen. Du wirst einfach aufgeben. Voilà. Das ist es für heute. Das ist Teil 2 aus dem Kapitel 3, Leiden im Dienst eines Christen, aus dem Buch Müssen Christen leiden. Viel Spaß beim Hören und auf bald.